Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Wie ein bisschen versprochen, kommt jetzt hier noch ein Ramadan-Video. Und zwar zeige ich euch, wie ihr eure Langeweile so ein bisschen in den Griff bekommen könnt. Wie ihr eure Zeit nutzen könnt, damit es einfach viel schneller Sonnenuntergang bzw. Iftar wird und ihr was essen könnt. Ich hoffe natürlich, dass meine Tipps euch helfen, eben besser durch die Fastenzeit oder über den Tag zu kommen. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß dabei. Mein erster Tipp ist, dass ihr euch um eure Spenden kümmern könnt, auch Zakat genannt. Dazu könnt ihr auf die Homepage von Islamic Relief gehen, wo ihr ganz einfach euer Zakat spenden könnt in Form von solchen Lebensmittelpaketen, die 45 Euro kosten. Außerdem könnt ihr euer Fitre und andere Spenden gleich mit erledigen. Und es funktioniert ganz einfach über verschiedene Überweisungsmöglichkeiten von Geld, also sei es jetzt über PayPal, über die Visa-Card, Sofortüberweisung oder per Lastschrift. Zweiter Tipp ist, dass ihr etwas darauf achtet, welche Musik ihr hört. Normalerweise bin ich relativ offen, was Musik betrifft und ich höre auch Musik, aber jetzt vor allem in dem Fastenmonat bevorzuge ich religiöse Musik von zum Beispiel Maher Zain. Das ist zurzeit mein absoluter Lieblingssänger. Und hier habe ich die erste Playlist, die ich mir mal heruntergeladen habe, die heißt Thank You. Das hier ist die zweite Playlist, die heißt The One. Und da sind ganz viele schöne Lieder drauf, die müsst ihr euch auf jeden Fall mal anhören. In Apple Music, wie aber auch auf Spotify oder Deezer, findet ihr verschiedenste Lieder von euren Lieblingssängern, in dem Fall Maher Zain. Da zeige ich euch noch ein paar andere Lieder, die mich total flashen oder die ich einfach ganz, ganz arg mag. Außerdem findet ihr da auch so vorgefertigte Playlists, wie zum Beispiel die Ramadan Essentials Playlist, wo einfach schon ganz viele Lieder drauf sind und ihr euch inspirieren lassen könnt. Ein weiterer Lieblingssänger von mir ist Sami Yusuf. Das war auch der erste, den ich kennengelernt habe in Bezug auf religiöse Lieder. Er hat auch ganz viele verschiedene Alben und Lieder, die ihr auf Apple Music finden und euch auch herunterladen könnt. Und mit Musik geht einfach die Zeit bis Iftar viel schneller rum. Deswegen, wenn Musik, dann gleich diese hier. Mein Lieblingslied von Maher Zain ist zum Beispiel The Chosen One und da müsst ihr euch auf jeden Fall das Video zu anschauen auf YouTube, das ist echt Hammer. Ich liebe es zum Beispiel zu Iftar oder auch zu Sahur auf ATV religiöse Programme anzuschauen, wie das zum Beispiel von Nihat Hatipoğlu. Und wenn ihr zum Beispiel kein türkisches Fernsehen zu Hause habt, dann könnt ihr einfach in Google Nihat Hatipoğlu ATV Ramazan Programme eingeben und dann findet ihr ganz viele verschiedene Videos von ihm, sogar nummeriert. Das heißt, wenn ihr eine Folge verpasst habt, dann könnt ihr die im Internet nachschauen. Außerdem könnt ihr zum Beispiel ATV Live anschauen. Hier jetzt, als ich das Video gedreht habe, war ein Essensprogramm zu sehen. Aber abends oder zu den entsprechenden Zeiten findet ihr eben die Programme von Nihat Hatipoğlu. Ich liebe es einfach, mir die Zeit damit zu vertreiben, Fernsehen zu schauen. In dem Fall aber mit religiösen Inhalten von zum Beispiel Nihat Hatipoğlu. Und hier seht ihr zum Beispiel, welche verschiedenen Kategorien es von ihm gibt, wo man reinschauen kann. Hier ist sein Sahur Programm, wo dann wirklich früh ist, vor der Sultan Ahmed Moschee sich ganz viele Menschen versammeln, um ihm live bei der Sendung zu folgen. Das Shoppen darf natürlich auch nicht fehlen, vor allem für Bayram und deswegen kann man damit auch sehr gut seine Zeit verbringen. Hier, sorry, dass meine Mom ihren Finger auf die Kameralinse ab und zu legt, aber danke nochmal für die Aufnahmen. Ich liebe es nicht nur selbst YouTuberin zu sein, sondern ich liebe es auch andere YouTuber anzuschauen und das vor allem zum Zeitvertreib. Hier meine Lieblings-YouTuberin, die Dina Tokyo. Ich liebe die Frau einfach unfassbar sehr, sie hat so tolle Inhalte. Hier ihre Sit-in-Dina-Videos, wo sie Ramadan-Vlogs macht, jetzt den ganzen Ramadan über, also echt Respekt. Außerdem mag ich total gerne die Datteltäter, da müsst ihr auch vorbeischauen. Es ist ein deutscher Kanal, wo einfach eine Gruppe von jungen Leuten ganz viele Inhalte zum Thema Islam bereitstellen und keine Ahnung, die haben so coole Inhalte, mit denen man sich super identifizieren kann. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Hier noch eine türkische YouTuberin, die aber in ihren Videos Deutsch spricht. Ich liebe diese Frau einfach, weil sie super offen und ehrlich in ihren Videos über auch teilweise heikle Themen spricht. Also Respekt!
Eine weitere englischsprachige YouTuberin, die ich sehr zu schätzen weiß, der ich vor allem auch auf Instagram folge, ist die Amina. Also sie ist auch wirklich eine sehr tolle und erfolgreiche Frau, die ja auch ein kleines Vorbild für mich ist. Wenn ihr Amazon Prime-Kunde seid, dann könnt ihr euch natürlich auch auf Amazon Prime Video verschiedene Filme und Serien kostenlos anschauen. Aktuell schaue ich wieder Scrubs an, da bin ich gerade in der ersten Staffel und ich liebe die Serie einfach. Neben dem Koran könnt ihr natürlich auch andere Bücher lesen. Hier in dem Fall lese ich ein Buch, das heißt Raus aus alten Schuhen. Außerdem liebe ich es, mein Buch über meine Canon EOS 700D zu lesen und mich da weiterzuentwickeln. Neben den regulären Büchern gibt es natürlich auch E-Books, wie hier zum Beispiel über iBooks. Da habe ich mal ein Buch über den Islam für Dummies heruntergeladen. Ihr könnt aber natürlich auch über die App Kindles Bücher herunterladen und lesen. Hier habe ich einmal Twilight gelesen. Außerdem könnt ihr auch mit Mandala malen eure Zeit ganz entspannt verbringen und hoffen, dass es eben bald was zu essen gibt und Iftar ist. Es macht jedes Mal auf jeden Fall super viel Spaß und die Ergebnisse sind auch echt schön. Das war's jetzt mit meinem Video. Ich hoffe natürlich, dass ich euch weiterhelfen konnte. Falls ja, dann zeigt mir das auf jeden Fall durch einen Daumen nach oben. Und hinterlasst mir Kommentare, was ihr über dieses Video denkt, wie ihr das fandet. Vergesst nicht, mich zu abonnieren, um auf dem Laufenden zu bleiben. Und ja, weiterhin ein gesegnetes Ramadan euch allen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!